Jetzt mach dich doch mal locker. Du sagst mir jetzt lieber, was du hier willst. Willst du vielleicht ein paar Fotos von Onni machen, ne? Und die im Boxstop rumzeigen? Damit alle darüber lachen können, wie schlecht es der Schwuchtel geht, ne? Ist jetzt komplett durch, oder was? Ich hab einfach keinen Bock mehr auf euch, also verpiss dich hier! Hör mir doch erstmal zu, was mit Olli passiert ist. Ich finde das total krass, das tut mir echt leid. Wie kommt denn die plötzliche Sinneswandlung? Ich weiß, dass Olli fast gestorben wäre, nur weil Axel Schwule hasst. Und weil er gegen dich die Meisterschaft verloren hat. Ich bin froh, dass dir das endlich schnallt. Ich hab schon gedacht, ihr werdet so vernagelt und findet es toll, was dieser Vollidiot mit Olli gemacht hat. Ich finde es überhaupt nicht gut, was Axel gebracht hat. Das heißt, du willst uns helfen. Hi. Kai. Hast du es dir überlegt? Willst du doch gegen Axel aussagen? Ihr wisst doch, wie das ist, der Zusammenhalt im Club. Wenn ich das wirklich bringe, dann bin ich der Nächste, der hier liegt. Du hast doch selbst gesagt, dass du es scheiße findest, was Axel mit Olli gemacht hat, oder? Du bist so arm. Sorry. Ich hab wirklich gern was für euch getan. Und ich hab echt gedacht, du hättest es endlich gescheckt. Du bist so unglaublich feige. Dr. Becker war gerade da und er sagt, der Druck in Ollis Gehirn ist völlig normal. So wie es aussieht, hat er echt Schwein gehabt. Keine Folgeschäden. Weißt du, wie froh ich darüber bin, Schätzchen? Ja, und dann hat Olli gerade auch noch ganz speziellen Besuch gehabt. Ich weiß gar nicht, was der hier wollte. Kai, so ein Typ aus dem Boxclub. Der könnte eigentlich gegen Axel aussagen. Will aber nicht. Dieser Arsch ist einfach nur zu feige. So ein Schwachsinn. Ach, der Zusammenhalt im Boxclub. Lass ihn. Hauptsache, Olli wird wieder gesund. Ja. Oh, du weißt, dass du das Handy hier eigentlich nicht anhören darfst. Ich mach's gleich aus. Wenn du willst, bringe ich dir später was Leckeres zu essen mit. Xavier hat schon ein paar Mal nach dir gefragt. Darauf kann ich mir ja echt was einbilden. Ja, dann hol ich uns doch erstmal was zu trinken aus der Cafeteria. Ich bin gleich wieder da. Du bist einfach zusammengesackt. Das war furchtbar. Angelo hat dann gleich den Notarzt gerufen. Wo bleibt denn Christian? Der wird gleich kommen. Wahrscheinlich ist es voll in der Kantine. Du findest das auch seltsam, oder? Ich? Wieso sollte ich? Olivia, wo wollte Christian hin? Ich weiß es nicht. Aber die SMS, die er gerade bekommen hat, die war von Kai. Was stand da drin? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur den Namen gelesen. Ach, Scheiße. Oliver, du sollst dich nicht aufregen. Das tue ich aber. Weil Christian definitiv nicht in die Cafeteria gegangen ist. Jetzt mach dir mal keine Sorgen, er wird schon keinen Mist bauen. Das haben wir schon hinter uns. Ja? Na ja, als du ins Krankenhaus gekommen bist, da hat Christian Axel mit einem Baseballschläger aufgelauert. Ich bin gerade in der letzten Sekunde noch dazugekommen und konnte verhindern, dass er das Ding benutzt. Was ist, wenn kein Axel jetzt Christian auflauern? Wenn die ihn in eine Falle gelockt haben? Axel hat Christian schon mehr als einmal gedroht, dass er ihn platt macht, wenn Christian nicht die Füße stillhält. Ging aber schnell. Was gibt's denn so Dringendes? Ich meine, wir haben eine Überraschung für dich. Hast du es immer noch nicht geschnallt? Schwuckenfreie Zone. Das hätte ich mir gleich denken können. Was wird das jetzt hier, hä? Alle gegen einen? Lass ihn in Ruhe. Was soll das denn jetzt? Hast du an seinen Rufer gewechselt, oder was? Ich glaub's nicht. Du hast mich verpfiffen, ich polier dir die Fresse! Immer mit der Ruhe. Sind Sie Axel Grossmann? Und wenn schon? Uns liegt eine Zeugenaussage vor, dass Sie Oliver Sabel mit dem Schlagstock zusammengeschlagen haben sollen. Hat der Wichser euch das da erzählt?
Der lügt doch. Oder, Jungs? Die Ermittlungen gegen Sie, Herr Grossmann, wegen schwerer Körperverletzung werden wir deshalb wieder aufnehmen. Sie können mir doch überhaupt nichts nachweisen. Das werden wir ja noch sehen. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Vor allem mit dem da. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr Kameradenschwein. Also, nach deiner SMS habe ich ja mit allem gerechnet, aber nicht damit. Hat ja auch lange genug gedauert, bis ich gemerkt habe, dass man so einen Typen nicht frei rumlaufen lassen kann. Ist schon okay. Ich kann schon verstehen, dass du so lange gezögert hast. Ich weiß ja mittlerweile selber, wie es ist, wenn man sich mit den Typen hier anlegt. Glaub mir, die Jungs sehen das genauso wie ich. Okay. Also, wenn ich Olli das erzähle, ich werde dann mal wieder zurück ins Krankenhaus. Warte. Wir würden uns freuen, wenn du wieder hier trainierst. Obwohl ich mit Mann zusammen bin. Das ist deine Privatsache. Du hast bewiesen, dass du ein guter Boxer bist und darauf kommt's an. Also, wie sieht's aus? Ich glaube, da brauche ich nicht lange überlegen. Willkommen zurück im Team. Danke euch. Die wollen alle, dass ich wieder im Club trainiere. Und ich hatte schon totalen Schiss, dass Axel dich jetzt auch noch in die Mangel nimmt. Ach, sag mal, woher wusstest du eigentlich, wo ich bin? Zum Glück habe ich eine ziemlich neugierige Cousine. Ach. Olivia hat mitbekommen, dass die SMS von Kai waren. Da konnte ich eins und eins zusammenzählen. Du hast mich angelogen. Ja, es tut mir leid, aber das Wichtigste ist ja wohl, dass die Typen im Club es doch noch gerafft haben und Axel der Polizei übergeben haben, oder? Der Kampf, der war 2000-mal härter als der gegen Axel, aber er hat sich gelohnt, denn du bist wieder gesund. So schnell wirst du mich nicht los. Ja. Aber du kannst auf jeden Fall mal Olivia danken, weil hätte sie mich nicht zurückgehalten, hätte ich Axel fertig gemacht. Das hattest du echt vor? Ja, ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Tja, aber das muss wahrscheinlich daran liegen, dass ich dich unglaublich liebe.